meine, klar, wir haben jetzt hier gerade unseren Halligalli-Moment gehabt, alle haben herzlich gelacht, ich war ein Depp, aber wenn man ganz ehrlich ist, also Situationen wie diese, also speziell Leute entführen, sie zu irgendwas zwingen und sie dann halt auch noch in eine moderne Sklaverei treiben, also das ist zu arg an der Realität, als dass man in solchen Momenten dann tatsächlich weiter Halligalli, Freude, Drecksau-Fest verspüren möchte. Es ist halt leider Gottes ein verzerrtes Weltbild von dem, was wir tagtäglich schon haben. Und irgendwie, man ist auch wirklich an so einem Punkt angekommen in den Mädchen, dass es vollkommen egal ist. Menschenhändlerin aufgedeckt, Leute befreit, die zu irgendwas gezwungen wurden, wird irgendwie nicht in den Nachrichten erwähnt, selbst wenn man tatsächlich mal den Fall hat, dass sowas aufgedeckt wird. Das ist viel wichtiger, dass sich zwei C-Promis da wegen irgendeinem Kleinscheiß ankacken oder die Royals sich mal wieder einen unsagbaren Skandal erlaubt haben, wie eine Beefy zu essen. Irgendwas läuft bei uns in der Gesellschaft schon komplett schief. Und nicht erst seit gestern, also. Wir sind nicht gerade so die brennende Kerze auf der Torte, geschweige denn Kirsche auf der Sahne. Ich muss noch eins hoch. Ich bin die Kirsche auf der Sahne. Ich habe mir keine Ahnung, wo die Sahne ist. Hat auch so einen kleinen Fadenbeigeschmack, wenn man sich jetzt daran erinnert. Reinrassige und Augmentierte. Wenn man dann halt wirklich so nach Rasse schon geht. Nur ob du jetzt halt ein Update drin hast oder nicht. Und dann liest du hier Pool Doll. Als was wirst du von Menschen gesehen, die wirklich von dir verlangen, dass du dich für eine Nummer eigentlich komplett für den Rest deines Lebens ruinierst? Ich meine, dass du vorher als ein Stück Fleisch angesehen wirst, ist ja klar, aber das geht ja dann noch 50 Stufen weiter in die Abgründe der Scheißigkeit ab. Ey. Und? Haben Sie ihn gefunden? Naja, der geht's gut. Bin übrigens zwischendrin mal gestorben. War mein Fehler. Sorry. Ja, sie ist wohl auf, aber auf der Flucht. Ich denke, sie will die Stadt verlassen. Sie war schon immer clever. Ein Glück. Ich werde gleich mit ihr reden. Hier ist ihre Bezahlung, wie versprochen. Wenn Sie mehr wollen, hätte ich noch einen Job. Etwas für einen Mann mit Ihren Talenten. Sind Sie interessiert? Das kommt ganz auf den Job an. Sie haben sicher schon von Diamond Chan gehört. Er ist ein böser Mann, der vom Elend dieser Stadt lebt. Wenn hier Frieden einkehren soll, muss er verschwinden. Sie wollen, dass ich Chan töte? Ja, aber es muss wie ein Unfall aussehen. Oder Selbstmord. Es muss einen anderen Weg geben, Chan aus dem Verkehr zu ziehen, außer ihn zu ermorden. Den gibt es. Ich habe Zugang zu gewissen Mitteln. Wenn Chan damit erwischt wird, wäre er kein Problem mehr. Ich soll ihm also Drogen unterschieben? Nicht ihm. Verstecken Sie sie einfach in seinem Apartment. Und falls er zu Hause ist, schlagen Sie ihn K.O. Deponieren Sie die Drogen und kommen Sie zurück. Ich habe einen Freund bei der Polizei. Den rufe ich an und sorge dafür, dass Chan verhaftet wird. Gefällt mir eher als die Alternative. Ich mach's. Gut. Ich gebe Ihnen die Adresse von Diamond Chans Apartment. Es ist irgendwo unter dem Dach. Lower Hangshire ist ein gefährliches Pflaster. Schlagen Sie ihn K.O. und werfen Sie ihn vom Dach. Den Rest erledigt die Schwerkraft. Falls Sie Chan nur hinter Gitter bringen wollen, nehmen Sie diese Drogen. Deponieren Sie sie in seinem Apartment, nachdem Sie ihn K.O. geschlagen haben. Kommen Sie anschließend zurück, dann rufe ich meinen Freund bei der Polizei an. Er erledigt alles Weitere. Alles klar. Mr. Jansen, fügen Sie Diamond Chan keine Verletzungen zu, die auf einen Mord hinweisen. Beim geringsten Verdacht machen uns seine Freunde die Hölle heiß. Also keine Tranquilizer oder Peps. Ich muss ihn also per Hand ausschalten. Dürfte kein Problem sein. Das ist gut, ja. Viel Glück, Mr. Jansen. Ich warte hier. Einem Vollidioten aufs Maul hauen. Oh, das mal doch täglich. Zumindest hier, in diesem Spiel.
Nicht in echt, Kinder. Gewalt ist nie die Lösung. Nicht mal ein Destillat. Aber es ist ein guter Anfang. Aber gut, dass ich eigentlich hier bin. Hier alles für guten Preis. Echt alles? Ich hätte gerne einen Verkäufer, den ich verstehen kann. So, alles wuschi-waschi machen, alles wegmachen, alles weghauen, ja, ja. Jetzt fange ich auch schon so an. Oh Gott, im Himmel. Gut, das kann weg, das kann weg. Was habe ich denn alles eingesammelt? Meine Güte. Das kann weg, das behalte ich, das mag ich auch, schmeckt nach Vanille. Du bist doof, weg. Splittergranaten, ne? Macht zwar Spaß, aber schmeckt aua. Und ich möchte nicht, dass es aua schmeckt. Also Kinder, immer ganz wichtig, wenn ihr an der Steckdose lutscht, schmeckt aua. Wenn ihr euer Gesicht auf eine Herdplatte drückt, schmeckt aua. Danke, kommen wieder. Nee, mir gefällt nicht, was da mal Radio-Fuzzi da sagt. Ich will mir nichts Schönes vorstellen. Ich bin hier glücklich, mitten im Dreck. Das ist meine City. Übrigens. Das neue Bundeswehr-Reklame-Poster auf der Gamescom. Spielt ein Spiel! Respawn ist unnötig! Oh, ololol, Action, Leroy Jenkins, ratatatata, peng! Oh Gott. Also was ich da von der Gamescom gehört habe, was sich die Bundeswehr da geleistet hat, also bei aller Liebe, aber wie realitätsfern können Typen sein, die vom Staat finanziert werden? Eieieiei. Mensch, Marilyn Manson hat sich aber gehen lassen. Ist richtig fett geworden. Das sollte man teilweise nicht in den passenden Kreisen laut sagen. Das könnte einer falsch verstehen. Silikon-Dutten. Bleib dabei. Die wurden doch gemacht. Warum konzentriere ich mich überhaupt so sehr da drauf? So, hier gab es doch auch noch einen Fuzzi, der Zeug verkauft hat. Oh, da kam der erst später. Ach nee, warte. Der kam erst später. Also das Ding ist, so diese ganze Gegend hier, die werden wir im Verlauf des Spieles eh nochmal zu sehen bekommen. Und dann gibt es hier halt auch noch verschiedene Unterschiede. Verschiedene Unterschiede. Mein Deutsch und meine Satzbaukräfte sind heute wieder top-notch. Was willst du? Was willst du, Lauch? Alter, was? Wenn du mir so blöd kommst, komm ich dir damit. Was tust du jetzt dagegen? Wieso denn? Ich bin's doch nur, der nette Mann aus dem Internet. Er tut ja gerade so, als hätte ich irgendwas erbrochen. Ich meine, ich könnte jetzt diese Fässer hier und... Nein. Ich würde euch doch nie etwas antun. Er will mich umbringen! Ein Scheiß möchte ich! Lügenpresse! Ja, ich lasse sie jetzt einfach mal machen. Die geben eh keine Ruhe. Ach, schön. Teilweise ist es echt niedlich, wie random die Typen reagieren. Es ist halt echt so. Ich weiß, es klingt jetzt gerade wie eine Ausrede, aber du kannst hier teilweise herspazieren. Du knackst in aller Ruhe dieses Schloss. Du gehst da rein. Du breakdancest dir einen am Arsch ab. Die ignorieren's.
Du spazierst jetzt rein, wie ich es gerade gemacht habe. Die schießen dich über den Haufen und glauben, du willst sie abschlachten. Also teilweise hätte man besser machen können. Ein bisschen balancen. Aber, ja gut, passiert. Ich finde übrigens so diese Apfelsaftflaschen hier richtig stylisch in diesem Träger. Hat sowas von einem Patronengurt. Ich könnte es jetzt nochmal probieren, einfach um es zu untermalen, aber irgendwie habe ich gerade keinen Bock auf diesen Vorführeffekt. Ich kenne mich mittlerweile. Wenn ich das Ding let's playe, es passiert immer genau das, was mich am ehesten als Deppen dastehen lässt. Es ist so dieses ewige Stigma. Dieser Let's Player-Fluch. Du musst versagen. Es muss peinlich sein. Es muss scheiße wirken. Und du darfst nie recht haben. Nein, nein. Da brauche ich eine kleine Anhöhe. So weit kann er nicht hopsen. Jedenfalls noch nicht ohne Upgrade. Raucherlunge. Das sieht doof aus. Du hältst jetzt hoffentlich da hinten die Schnauze. Du willst schließlich auch vom Dach runter. Hacken, hacken, hacken. Ich muss erst die Tür hacken, sonst werde ich auf diesem Dach versauern. Und das wäre doof und riecht nach Mett. Tada! Ist zwar nicht das Dach oder ein Treppenhaus, aber deswegen ist mein Lied trotzdem nicht doof. Bisschen. Bisschen arg. Ja, schön, dass ihr alle Jahreszahlen und alle Zahlen insgesamt dick ausdruckt. Ja. Ich hoffe, ihr habt alle mitgelesen. Ich mach morgen ein Diktat. Okay. Freie Stellen bei der Jung. Aber das Ding ist jetzt halt auch wirklich, gerade halt so in diesen Gefilden, also ich weiß, es klingt auf Dauer bescheuert, wenn ich immer asiatischer Raum sage, aber es ist halt asiatischer Raum. Also halt gerade in diesen Gefilden, da ist ja wirklich ein komplett anderer Leistungsdruck dahinter, wenn du Arbeit brauchst und halt auch dein Gesicht wahren musst. Ich meine, bei uns, was haben wir? Bei uns gibt es Hartz IV, Unterstützungshilfe, wieder Integration und sonstiges. In Japan, da bist du ja der Vollloser, wenn du keinen festen Beruf hast, kein tägliches Einkommen und gleichgesetzt dann auch mit Schande. Also alleine so das Thema mit dem Selbstmord, weil also alleine daran merkst du, wie grundlegend anders so diese Mentalität bei diesen Leuten ist. Hier in Deutschland, das muss ich leider Gottes sagen, so dieser harte Arbeiterstaat, der arbeitet bis zum Umfallen und dann immer noch weiterarbeitet. Also im Vergleich zu Asiaten sind wir eigentlich ein Schluffi-Verein. Hi. Good eye. Komm mal raus, mein Freund. Willst du nicht? Dann komme ich halt zu dir. Sekunde, ich gönn mir erst noch eine Beefy. Hier ist niemand. Hier ist jemand. Keine Tranquilizer. Keine Peps. Nur ein guter alter bewährter Schlag in die Fresse. Das wird nicht auffallen. Oh. Ich hab vergessen, mich wieder zu enttarnen. So kann man natürlich auch seinen Energieaushalt in die Tonne treten, Kinder. Merkt euch das für morgen. So.
Om nom nom. Die guten Plastikbomber. Man fragt sich jetzt halt nur, was steht da drauf. Lol. Es wäre so ironisch, wenn da wirklich lol draufstehen. Lol, du bist gearscht. Hier nix mehr, dort nix mehr, da nix mehr. Du bist hässlich. Ich meine wirklich, guck dir mal den Polyesteranzug an von dem Kerl. Das ist Larry Lover-Style. Lover. Der hat nichts mitbekommen, der war glücklich, beschäftigt, der tat Dinge. Jetzt stellt man sich nur die Frage, wie zum Fick kommt der hier von diesem Dach runter? Ja, wahrscheinlich ist eine dieser Türen das Treppenhaus, aber man weiß es nicht, man bekommt es nicht zu sehen. Ha! Ich bin der neue Spider-Man. Das ist eine geile Aussicht. Jetzt muss ich nur mal kurz wieder überlegen. Ja, ich bin ständig immer überlegen. Ich weiß, weil ich einfach nur meiner Zeit voraus bin und genau weiß, was es hier noch so an Missionen geben wird. Ich habe wieder nur vergessen, in welchen Zeiträumen. Rein theopraktisch könnte ich jetzt auch hier in manchen Orten Amok laufen, aber das tut jetzt gerade storytechnisch noch gar keine Not. Ergo werde ich das auch noch nicht tun. Ha! Ich bin 2000 Sasser. Ja, ja. Sagte der Typ, der vorhin heldenhaft was sagt, hatte drei Typen auszuschalten. Das müsst ihr euch immer in Erinnerung rufen. Ich bin ein Depp. Das ist elementar wichtig. Ich bin ein Idiot. Egal was ich tue, egal was ich sage. Doof. Ne? Also auf der Verhandlungsbasis können wir arbeiten. Warte mal. Ne? Hatte ich mich jetzt gerade. Warum habe ich jetzt gerade diese Zahl eingegeben? Nur weil ich die andere Seite gerade gesehen habe. Oh Gott. Hey. Also wie gesagt, Idiot. Hi.